Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz im Anschluss an die Drittligapartie zwischen dem FC Cottbus und den Gästen von Dynamo Dresden. Die Trainer haben Platz genommen. Wie immer hat der Gast das erste Wort. Uwe Neuhaus, bitte. Ja, danke schön. Ja, ich bin natürlich sehr froh über den Sieg. Keine Frage, es war das erwartet schwere Spiel. Gerade in der Anfangsphase hat Cottbus uns ihr Spiel aufzwingen können und wir mussten ja vor allen Dingen in der Luft sehr präsent sein, gut dagegen halten. Das haben wir einigermaßen geschafft. Cottbus hatte in den ersten 15 Minuten fast Dreierchance hintereinander und da haben wir ein kleines bisschen Glück gehabt, dass wir da nicht in den Rückstand geraten sind. Haben uns danach aber nach und nach immer mehr befreien können, immer mehr die Kontrolle übernommen. Haben einige gute Angriffe gefahren und sind dann auch Gott sei Dank 1-0 in Führung gegangen. Ich glaube, das hat uns insgesamt ein kleines bisschen Sicherheit gegeben, ohne uns sicher zu sein, dass wir es auch über die Zeit bringen. Die zweite Halbzeit war dann ja auch schwer. Ich glaube, bis zur gelb-roten Karte. Wir waren uns nie, man kann sich nie sicher sein. Irgendein hoher Ball, irgendeine Standardsituation, wo Cottbus mit ihren großen, langgewachsenen Spielern immer wieder aufrücken, kann immer mal wieder abrutschen und dem Gegner vor die Füße fallen. Damit muss man immer rechnen, aber insgesamt haben wir es, glaube ich, ganz gut gemacht. Haben dann vor allem in der Überzahlphase nichts mehr anbrennen lassen und haben damit Geduld zumindest einen Angriff dann zu Ende gespielt. Und ich denke, dass der Sieg auch insgesamt verdient ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Uwe Neuhaus. Ich übergebe das Wort an unseren Trainer, Basile Mielsa. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Wie Uwe hat gesagt, erste Viertelstunde, denke ich, wie war er präsent, wie war er engagiert, aggressiv. Leider, wir müssen clever sein, auch Richard, ja. Weil dieser Ball, wenn der Tor wird rauskommt, vielleicht wenn der Unterfall ist, klar, 11 Meter, ja. Wir haben dann zwei, drei Möglichkeiten, in der Führung zu gehen. Ja, und kommt wieder eine Standardsituation, ganz ehrlich, wie in Chemnitz, wie in anderen Spielern. Wir kommen bei der zweiten Ecke schon ein Gegentor, ja. Weil wir haben wieder nicht den Ball attackiert. Leider, wir haben auch Donnerstag mehr als eine Stunde im Training nur Standardsituation gemacht, ja. Jeder hat gewusst oder jeden wüsste, wo seine Position ist, wo Stefania schlägt den Ball, weil er hat gute Techniker, ja. Wir haben nicht gemacht, 1-0 in Führung, ja. Für Dresden und natürlich weiter als dann 1-0 mit einem Spieler weniger. Ja. Ich war keine Frau da. Ich weiß nicht, der Schieße war das zweite gelbe Karte, gelb-rot, ja. Und Nack war vorbei natürlich. Weil Dresden hat guter Mannschaft, Fahrer, Spieler, ja, der Ballbesitz, ja. Wir kommen wieder der zweite Tor, wieder in der Standardsituation fast, ja. Aber noch einmal, ich habe gesagt, auch vor ein paar Wochen, letztes Spiel muss entscheiden, drin zu bleiben. Bleiben wir drin. Wir müssen bis da. Ja, weil wir haben noch 6 Spieler, 18 Punkte. Natürlich, der andere Mannschaft hat Meister gewonnen, der andere hat, ich weiß nicht, Unterschied gespielt, aber wir müssen auch uns schauen, nicht auf die andere, was macht, weil wir müssen unsere Punkte haben. Wir haben eine Woche, schwierige Woche vor uns. Ja, wir müssen nächste Woche müssen Punkte oder Punkte, ja. Gratulation an Dresden, ja. Leider, wir haben wieder ein Spiel, wo von Anfang wir haben Druck gemacht, aber kein Tor. Das tut weh, aber wir müssen den Kopf hoch in der Woche gehen und noch einmal sind 18 Punkte. Danke. Ja, vielen Dank. Basile Mielsa, besteht jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an den Trainer. Bitte um ein kurzes Handzeichen. Wir haben ein Mikrofon am Raum. Wer möchte? Grazie, eine Frage. Du hast in der Halbzeit Marco Holz ausgewechselt. Wolltest du neue Impulse setzen? War er verletzt oder warst du mit seiner Leistung nicht zufrieden? Ich war mit seiner Leistung nicht zufrieden, weil wir müssen nicht vergessen, bei der ersten Tor, er muss der Ball hier in der 30 Meter ist, der Ball war eine Minute in der Luft, ja. Du musst diesen Ball haben, der Zweikampf. Und ich war nicht mit seiner Leistung zufrieden, ja. Nicht nur mit seiner Leistung, auch mit Busian war ich nicht zufrieden, ja. Aber Holz natürlich auch nach seiner langen Verletzung, ja, er kann 45 Minuten spielen, 30 Minuten, ja. Für das ich aber ihn angemessen. Danke. Gibt es weitere Fragen? Hier vorne bitte.
Lazio, du hast es bereits gesagt, die letzten drei Spiele, 0 Tore, 0 zu 6 Gegentore. Ist das nach wie vor eine Kopfsache, wie du das schon manchmal sagtest, bei Breitkreuz und zu guter Pasu? De facto Mannschaften, weißt du ja selbst, die keine Tore schießen, die steigen ja noch ab. Natürlich, beide sind nicht zufrieden, ja. Aber ich kann, habe ich gesagt, nicht in jedem Spiel erwarten, meine beiden Stürmer treffen, ja. Ich habe noch 4 Mittelfeld, ja. Ja, ich kann nicht immer jedes Spiel von Patrick oder von Richard. Ja, wenn Patrick trifft nicht oder Richard gewinnt, ich kann nicht gewinnen. Ne? Ich habe noch 4 zentrale Mittelfeld, ich habe noch 2 gute Innenverteidiger in Luft. Ja? Die sind nicht nur Patrick und Richard schon. Ja? Natürlich, beide sind unzufrieden, weil Patrick, ich weiß nicht, im Oktober letztes Jahr hat das letzte Mal getroffen in der Meisterschaft. Ja? Gut, ich sehe keine weiteren Fragen, dann bedanke ich mich, wünsche den Gästen aus Dresden gute Heimreise, den anderen ein schönes Restwochenende, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.